Landwirtschaftsministerium Salazar. Mount Massive Asylum. Aha. 17. September 2013 von 10Wallah Ahmed Hamdullah at muttermal.com. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkov Psychiatric System in Mount Massive tätig. Solche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Aber nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fasern etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und das ist etwas gefunden, dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden. Und Murkov scheffelt Geld. Es muss aufgedeckt werden. Moin Mädels. Moin Jungs. Outlast ist mittlerweile, glaube ich, ein Klassiker in der Horrorszene. Viele Leute haben immer wieder gesagt, Kalle, zock Outlast, du wirst dich einkacken. Ich habe keine Windel um. Ich habe ein bisschen Schiss, bin ich ehrlich, nach Visage. Und die ganzen anderen Scheißtiteln, die ich schon gespielt habe. Ich habe beispielsweise schon Outlast 2 gespielt. Und alle haben gesagt, Outlast 1 ist besser. Und deswegen denke ich mir, gehen wir jetzt hier rein. Okay, die Kamera kennen wir aus Outlast 2 auch. Alles ab jetzt, was diese Person, die ich spiele, macht, ist ein absoluter Fehler. Also hier aus... Okay, Leben ist vorbei. Kannst eigentlich alles abhaken. Das sieht halt aus wie die Villa von Cruella de Vil. Da ist eine Kamera. Die hat mich gesehen. Also ich bin ja grundsätzlich auch ein abgehärteter Hase mittlerweile in der Horrorszene. Ich denke nicht, dass mich dieses Spiel jetzt aus der Ruhe bringt. Drücke die linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte die linke Maustaste, um sie langsam zu öffnen. Okay. Drücke rechte Maustaste, um Camcorder bereit zu machen. Okay. Was? Um einen Tag gemacht. Nervenheilanstalt Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkov Psychiatric System unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkov Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu betreiben, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer an diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay, es ist also in irgendeinem abgefuckten Ort. Ich meine, man hat zu Outlast 1 auch schon ein bisschen was gesehen. Ja, es sind Leute im Haus. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich Horrorgames scheiße finde? Hier komme ich wahrscheinlich noch nicht raus. Okay, das donnert. Hallo? Okay, hier kann ich nicht klingeln. Okay, hier ist zu. Oh, gar keinen Bock auf so einen Seitenscheiß. Nein. Ey, das ist ab jetzt schon ein Hausfriedensbruch. Das gibt eine Anzeige. War gar nicht so laut. Die kommt doch gleich um die Ecke. Okay, ranzoomen, klar. Oder ich soll jetzt da hingucken. Warum will ich das? Bin ich so ein Skandal, geiler Bock? Warum will man hier hin? Niemand würde in so ein Haus reingehen, wirklich. Hogwarts für Durchgeknallte hier. Ja. Ich liebe solche Games. Ach ja. Yo, ich möchte gerne wieder gehen. Okay. Achso, mit der Kamera habe ich quasi Nachtsicht. Achso, ich kann das einschalten. Stimmt, das war bei Outlast 2 auch so. Scheiler. Oh, Mann, das ist ja noch übelst Anfang. Das Spiel macht mich jetzt schon fertig mit den Nerven, ne?
Ich bin auch heute irgendwie gefühlt besonders schreckhaft, glaube ich. Ja! Ich habe Angst vor diesem Spiel. Ich will das nicht zocken gerade. Aber es ist auch ein bisschen geil. So wie was Verbotenes machen, ne? Es ist aber auch alles real, ne? Also ich stage hier keine Reaction, gar nichts. Ich sag's, wie es ist. Ich bin schon wieder angespannt, hoch 20. Okay, was gibt's hier? Eine Battery. Ich hab 3 von 10 Batterien. Ich glaube, das sieht man da oben, ne? Ja, 3 von 10 Batterien. Alarm. Okay. Patientinitialen WPH Billy. Patient behauptet, im selbstgesteuert luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahre fort mit Stufe 4 Hormon. Das bedeutet einfach nur, die Leute sind alle krank. In the brain. Ja, gut. Das ist nicht geil, Digga. Klar, ich gehe da jetzt rein, oder was? Hier tropft hier die Marmelade von der Decke. Sportlich ist er ja. Der ist böse. Da ist ein Böser. Als ob man nicht hört, wie ich hier rumkrakehle. Eieieiei. Ich werde das nicht überleben. Die Mucke macht es irgendwie auch nicht besser. Der lebt ja noch am Stück. They killed us. Caught out. The variants. Alter, Schaschlik, Hüftespieß. You can't fight them. You have to hide. You have to get the out of this terrible place. Ich würde am liebsten sofort wieder übelst reinhauen. Alter, Outlast 2 war ja ein Scheiß dagegen. Ey, Outlast 2 war ja wirklich ein Shit hiergegen. You have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Aber jetzt bin ich in der Main Hall, ne? Da ist irgendwas, das macht hier alles im Arsch. Alter. Ohne Scheiß. Proclaim the gospel. Ey, ich bin jetzt schon innerlich gestorben. Scheiße, Digga. Dem fehlen da auch die Gedärme. Oh, ich dachte, der sitzt da nur. Also, der sitzt da, aber der hat nicht mehr so viel zu melden, ne? Okay, das war jetzt eine eidelstattliche Erklärung, weil es zu dem Verdacht kam, dass hier richtig die Post abgeht. Und offensichtlich liegt man da gar nicht so falsch, scheinbar. Die Frage ist, seit wann ist hier so Chaos, ne? Also mein Ziel ist jetzt schon, dass ich hier ausbrechen soll. Und ich habe eben, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, schon gesagt, lass mal hier weg wieder. Größter Fehler des Lebens. Okay, ich guck hier nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Ich find's krass, dass so die Nachtsicht-Quality deutlich schlechter ist.
Finde ich richtig gut. Aber warum sind denn alle dead? Aber finde ich gut hier mit den Mindestabstandsberechnungen hier, ne? Also, na, ihr wisst schon. Das Büro ist Corona-konform. Da liegt noch ein Zettel. Erste Patientenbefragung. Walker. Behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernicke. Anerkennung Dr. Walsh. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon risikobehaftet. Diagnostik. Virometrie ergab leicht bis mittlere bronchiale Akkumulatoren. MRI-Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung Walker. Wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Scheiß auf, Digga. Ja, wenn mir das jetzt gesagt wird, dann heißt es doch, ich krieg hier hart aufs Maul. Hallo? Es geht bei denen. Wenn ich da jetzt reingehe, boxen die mich um oder was passiert dann? Okay, also wenn ich jetzt die Filme mache, dann schreibt er sich was auf, okay. Gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Die haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Theoretisch. Eine Keycard oder so? Sicherheitsterminal. Okay. Sicherheitsterminal war doch das in der Eingangshalle, oder nicht? So wie ich vorhin noch gesagt habe, das Spiel wird mich überhaupt nicht schocken. Gut, dann gehen wir jetzt einfach zurück und... Der greift mich jetzt bestimmt an, ne? Lass mich hier... Ah, du, Alter! Ah! Ach, Mann! Alter, ich bin kurz vorm Heulen, ey, wirklich. Oh, lass mich hier raus, ey. Wo ist dieser Kack-Sicherheitsterminal? Aber muss das nicht hier vorne sein? Security Room, okay. Auf die Büchse. Oh, jetzt ist sogar noch ein Kopf mit drin. Witness. Tja, hier liegen so Gedärme in den Regalen. Ja, was gibt's heute zum Mittag? Blinddarm-Gulasch. Die liegen ja aber auch schon länger hier. Tür zugeknallt. Das ist nicht geil, Digga.
Natürlich klappt das jetzt nicht, aber... Kann ich nach oben gucken? Ich kann nicht so weit... Okay, Abbruch, Abbruch. Vorbei. Nein. Nein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja! Yeah!